Mit diesem Team habe ich die Top 4 einfach nur weggeklatscht. Und auch die geile hier. Mein stärkstes Pokémon war auf jeden Fall Knackrack. Ein Erdbeben hier, ein Wutanfall dort. Und die Gegner hatten keine Chance mehr gehabt. Dann natürlich mein Starter-Pokémon, das in Sam vs. Wild auch als Süßwasserkrokodil durchgehen könnte. Das ist perfektes, klares Süßwasser! Magneton ist dann das erste Pokémon gewesen, mit dem ich nicht so zufrieden war, weil ich habe halt einfach kein cooles Elektro-Pokémon gefunden gehabt und da musste halt ein OG-Pokémon herhalten. Aber irgendwer muss ja sterben, wenn man sein stärkstes Pokémon wiederbeleben will. Salzigant war am Anfang richtig overpowered, aber irgendwann war es einfach nur noch die Wish-Version vom Knackrack. Als fünftes habe ich Gengar genommen und das war mein Key-Pokémon, da er mit seiner Attacke Abgangsbund einfach immer das stärkste Pokémon vom Gegner one-shotten konnte. Wer jetzt reinfolgt, kann das auch. Und als letztes haben wir dann noch Delfinator. Und ich glaube, das ist selbsterklärend. Ganz klar!